Herzlich willkommen, liebe YouTube-Freunde, im heutigen Videobeitrag. Das Thema, um das es heute gehen soll, ist der langfristige Goldpreis. Ich betone es noch einmal an dieser Stelle, weil es so wichtig ist. Die Rede ist von dem langfristigen Goldpreis. Wie bin ich zu diesem Thema gekommen? Aus Kommentaren in den Videos konnte ich immer wieder ein großes Unverständnis feststellen, was die Goldpreisentwicklung betrifft. Kommentare in der Art wie: Oh, verdammt, ich habe den günstigen Einstiegszeitpunkt von Gold verpasst. Jetzt ist der Goldpreis ja längst viel zu hoch. Oder auch Kommentare wie: Ich warte lieber ab, bis der Goldpreis wieder sinkt. Und so weiter und so fort. Das heißt, man sieht eindeutig allein schon aus den Kommentaren, im Übrigen nicht nur auf YouTube, sondern auch in meinem Blog, dass die Leute in der Regel nicht verstanden haben, warum Gold langfristig überhaupt in Währung gesehen, also Währung wie Euro, wie Dollar, immer teurer wird und werden muss. Und dazu möchte ich erst einmal etwas aus der Geschichte erzählen. Damals war unser Geld weltweit hinterlegt in Sachwert. Und eigentlich war unser Papiergeld damals immer nur eine Art Quittung, eine Art Beleg. Und der Sachwert, in dem damals unser Geld hinterlegt war, war Gold. Gold war in den Tresoren der Zentralbanken aufbewahrt und unser Papiergeld, das beste Beispiel ist übrigens dazu der US-Dollar, war in diesem Sachwert hinterlegt. Und deshalb stand auch damals auf einem US-Dollar beispielsweise: We trust in gold. Also wir vertrauen in Gold. Und es wurde dann diese Golddeckung immer weiter abgeschafft. Es wurde nachher, ja, letztendlich war nur noch ein Drittel nachher das Geld in Gold hinterlegt. Und im Jahre 1971, als der Präsident Nixon von Frankreich aufgefordert wurde, einen Teil der Schulden, die die USA in Frankreich hatten, in Gold auszuzahlen, hat der Präsident Nixon gesagt, nix ist. Hat also statt das Gold auszuzahlen, hat er einfach 1971 die Golddeckung vom US-Dollar abgekoppelt. Und seitdem ist unser Geld weltweit nur noch auf Vertrauen aufgebaut. Und auf einen Dollar heutzutage steht, wohlgemerkt, beispielsweise nicht mehr We trust in Gold, sondern We trust in Gott. Ein feiner, aber bedeutender Unterschied. Und wenn man verstanden hat, dass der Dollar eine Weltleitwährung ist, also Weltleitwährung immer noch, richten sich alle Währungen der Welt an den Dollar. Es wird nicht umsonst der Dollar auch als Petrodollar bezeichnet. Also auch unter anderem die wichtigsten Rohstoffe, wie zum Beispiel Öl, werden in Dollar gehandelt. Auch Gold wird in der Regel in Dollar gehandelt. Also der Dollar ist immer noch die Weltleitwährung. Auch die wichtigsten Devisen weltweit. China beispielsweise, über weit 1 Billion US-Dollar in, ja, der Devisen sind in US-Dollar geführt. Und diese Relevanz, die muss man sich erstmal verinnerlichen. Auch unser Euro ist eigentlich letztendlich in Dollar geführt. Weil das Finanzsystem ist so verknüpft ineinander, dass eine Welt ohne Dollar gar nicht funktionieren kann. Das System würde sofort zusammenbrechen. Ich möchte es allerdings an dieser Stelle nicht zu kompliziert machen. Fakt ist allerdings, wenn du dir anschaust, den Goldpreis, die Goldpreisentwicklung von 1900 bis 1971, wirst du feststellen, dass der Goldpreis sich fast genauso entwickelt hat wie die Golddeckung in die Währung abgeschafft wurde. Das heißt, wo nachher zum Beispiel vor 71 das Geld nur noch ein Drittel in Gold gedeckt war, hast du ungefähr auch ein Drittel
an Wertsteigerung logischerweise, also in Währung, feststellen können. Und ab 1971, also wo die Währung komplett nur noch auf Vertrauen aufgebaut ist, sogenanntes Fiat-Geld. Seit 1971 siehst du einen rasanten Goldpreisanstieg. Natürlich mit Schwankungen, ja? Logisch. Also immer, natürlich geht es hoch mit Schwankungen, aber es geht immer weiter nach oben. Und das ist der wahre Grund. Das ist der wahre Grund, den du verstehen solltest, wenn du auch Gold verstehen möchtest als Anleger und auch mit einem guten Gewissen langfristig in Gold einen Teil deiner Werte eintauschen möchtest, dann ist es ganz relevant, dass du diesen Zusammenhang verstanden hast. Das heißt, in erster Linie steigt nicht der Goldwert, sondern Gold ist ein Spiegelbild des Verfalls unserer Papiergeldwährung. Das heißt, Gold bildet antizyklisch bzw. spiegelverkehrt den Verfall unserer weltweiten Papierwährung letztendlich wieder. Gold symbolisiert quasi die Riesenlüge in unserem System. Denn unser Geld heutzutage ist längst nicht mehr eine Recheneinheit. Es gibt also diese, das habe ich damals auch selber in meinem BWL-Studium gelernt, diese drei Dinge, die Geld normalerweise besitzt, also eine Recheneinheit, ein Wertaufbewahrungsmittel und ein Zahlungsmittel. Und allein dieser Punkt, Wertaufbewahrungsmittel, ist spätestens seit 1971 eine Lüge. Denn wenn du Geld zum Beispiel unter deinem Kopfkissen bunkerst oder momentan bei diesen geringen Zinsen unterhalb der Inflation, dann wird dein Geld immer weiter an Kaufkraft verlieren. Geld ist also kein Wertaufbewahrungsmittel mehr und kann dementsprechend auch keine Recheneinheit sein, weil diese Recheneinheit sich immer weiter verschlechtert. Und deshalb ist es glasklar, dass unser Geld, unser heutiges Geld, ein Betrug, ein wahrer Betrug ist. Und Gold wird nicht umsonst als die härteste Währung der Welt bezeichnet, weil Gold langfristig zumindest seinen Wert beibehält. Das heißt, du wirst auch in 100 Jahren zum Verhältnis von Gewicht von 100 Gramm Gold, heutzutage beispielsweise, ich habe jetzt keinen Vergleich, was man für 100 Gramm Gold bekommt, aber du wirst meinetwegen, wenn du einen bestimmten Wert von Gold hast und du kannst zum Beispiel eine Immobilie erwerben, also umgerechnet in Goldeinheiten. Und in 100 Jahren wirst du mindestens für den gleichen Goldwert im Gewicht immer noch eine Immobilie erwerben können. Wenn man auch schaut in die Geschichte, da gibt es auch sehr interessante Umrechnungen, was man damals zum Beispiel im Verhältnis von Gewicht des Goldes bekommen hat, beispielsweise ein Auto oder ein Haus. Oder was man sich davon an Lebensmitteln kaufen konnte, dann wirst du feststellen, dass du heutzutage immer noch im Goldgewicht denselben Wert umgetauscht, die davon erwerben kannst. Und von den Währungen hingegen kann man das nicht sagen. Also damals die Reichsmark, die gibt es nicht mehr. Die wurde komplett entwertet. Unsere D-Mark gibt es auch nicht mehr. Ein US-Dollar beispielsweise hat noch einen Wert von, ich glaube, damals 1908 oder 1903, kann auch falsch liegen. Falls du dort die genauen Daten hast, gerne bitte im Kommentar dieses Videos. Doch Anfang von 1900 hatte ein US-Dollar von, ja, ein Dollar hat heutzutage noch einen Wert von ungefähr 5 Cent. Oder wenn du vergleichst, was du damals für einen US-Dollar erwerben konntest, zum Beispiel einen Mittelklassewagen, da hatte damals so ein Ford T-Modell gerade mal paar hundert Dollar umgerechnet gekostet. Also nicht umgerechnet, sondern es waren damals paar hundert Dollar. Ich glaube, circa 850 US-Dollar. Und heutzutage musst du für einen Mittelklassewagen in der Regel über 30.000 US-Dollar hinlegen. Du siehst also ganz stark dort diesen Kaufkraftverlust von Währung im Verhältnis zu Gold, wo zumindest, wenn du es wohlgemerkt im Gewicht umtauscht, der Wert gleich bleibt.
Und das Tolle ist, seit 1971 wurde der Gold freigegeben, hat sich, wenn du mal den Chart verfolgst, zum Beispiel auf finanzen.net, da kannst du beispielsweise mal die Goldentwicklung im Chart wunderbar analysieren, dann siehst du, dass seit 1971 der Goldpreis sich stark nach oben entwickelt. Und das ist wirklich wichtig zu verstehen, das ist wirklich wichtig zu verinnerlichen, dass man verstanden hat, was unser heutiges Geldsystem noch ist. Es ist kein echtes Geld mehr mit echtem Wert, sondern nur noch eine Währung auf Vertrauen. Und der Goldpreis letztendlich zeigt uns, dass dieses Vertrauen letztendlich nicht berechtigt ist. Und deswegen, wenn du Gold langfristig für dich einen Teil kontinuierlich beiseite legst, dann kannst du wohlgemerkt langfristig nichts falsch machen. Du wirst zumindest immer deine Werte in Kaufkraft gesehen beibehalten. Und deswegen musst du auch nicht dir darüber Gedanken machen, ob der Goldpreis momentan zu günstig ist oder eventuell zu teuer. Wenn du kontinuierlich Gold erwirbst, dann wirst du auch dort am sogenannten Cost-Average-Effekt partizipieren, also am Durchschnittskosteneffekt, und du wirst langfristig ein gutes Geschäft machen. Und dort nur eine Zahl von 1970 bis zum Jahre 2010 beispielsweise, hat sich der Goldpreis im Durchschnitt um 9,5% im Jahr entwickelt. Und das im Übrigen steuerfrei. Also ich denke auf jeden Fall ein sehr gutes Geschäft für jeden, der dort regelmäßig in Gold investiert hat, einen Teil seiner erarbeiteten Werte beiseite gelegt hat, wie man es sonst bei anderen Anlagen nicht mal annähernd erzielen konnte. Und gleichzeitig natürlich an dieser Stelle bei dem großen Vorteil, dass Gold zu einem natürlich steuerfrei ist, aber auch ein viel, viel wichtigerer Vorteil, dass Gold im Gegensatz zu Währung, zu Staatsanleihen, zu Versicherungen, zu Bausparverträgen und so weiter und so fort niemals wertlos werden kann. Und das schon im Übrigen seit über 5000 Jahren der Menschheitsgeschichte, seit über 5000 Jahren, in dem Gold in den Händen der Menschen vorhanden ist. Ja, ich hoffe, ich konnte dir an dieser Stelle verdeutlichen, warum der Goldpreis nicht so wichtig ist, sondern warum es wichtig ist, in erster Linie Gold zu verstehen und kontinuierlich einen Teil seiner erarbeiteten Werte beiseite zu legen. Und wenn man das Verständnis entwickelt hat, dann hat man auch diese innerliche Ruhe, weil man halt weiß, dass Gold langfristig so oder so ein gutes Geschäft ist. Und auch ich kann natürlich nicht sagen, ob der Goldpreis eventuell noch günstiger werden könnte. Auch das weiß ich nicht. Ich kann nicht in die Glaskugel schauen und auch nicht, wann der Goldpreis genau sinkt oder wieder steigt. Eventuell weiß ich nicht. Ich weiß aber und habe auch verstanden, warum der Goldpreis langfristig nur in eine Richtung gehen kann. Und dies im Übrigen in der Zukunft umso stärker, allein schon deswegen, weil aktuell zum Beispiel weltweit ein sogenannter Währungskrieg begonnen hat. Das heißt, die Länder weltweit haben begonnen, ihre Währung gegeneinander abzuwerten, um dort ihre Exporte voranzutreiben. Ich möchte es aber an dieser Stelle nicht zu kompliziert machen. Ein weiterer Faktor sind die weltweiten Schuldenberge, die eigentlich nur noch durch finanzielle Repressionsmaßnahmen abgebaut werden können. Das heißt, alle Signale sind eindeutig auf steigende Inflation, auf ansteigende Geldentwertung ausgerichtet. Und das wird natürlich in Währung gesehen, also Euro, Dollar und jede andere beliebige Währung, Ausnahme vielleicht eventuell noch der Schweizer Franken, wo er jetzt aktuell die Kopplung zum Euro zumindest erstmal aufgehoben wurde. Doch in allen anderen Währungen wird der Goldpreis somit langfristig nur eine Richtung kennen. Und aktuell, nach meiner persönlichen Einschätzung, ist der Goldpreis weit unterbewertet. Er wird sogar von gewissen Interessengruppen stark nach unten gedrückt, um eben diese Unsicherheit im System nicht so
ja, nicht so plastisch darzustellen, nicht so zu kristallisieren, weil natürlich auch Gold immer wieder auch ein Beleg dafür ist, dass im System Unsicherheit herrscht. Und da haben viele Interessengruppen kein Interesse daran, dass das so klar zu erkennen ist. Und deshalb wird nach meiner Einschätzung der Goldpreis aktuell stark gedrückt. Auch das allerdings ein riesen, riesen Vorteil für alle, die Gold verstanden haben, weil wohlgemerkt nach meiner Meinung, nach meiner Einschätzung der Goldpreis aktuell sehr, sehr günstig ist, komplett unterbewertet und somit ein super Einstiegszeitpunkt, ein super Timing, um somit zusätzlich von der aktuellen Situation des unterbewerteten Goldpreises zu profitieren, um zukünftig in der Erholungsphase des Goldpreises nochmal überdurchschnittlich an der Entwicklung zu partizipieren. Das soll es auch in diesem Video gewesen sein. Ich würde mich freuen, wenn du mich abonnieren würdest. Ich versuche immer ungefähr einmal in der Woche, soweit es meine Zeit zulässt, ein Video auf diesem Kanal zu generieren. Ja, und ich würde mich sehr freuen, dich auch im nächsten Video eventuell begrüßen zu können. Liebe Grüße hier aus Schwerin, dein Matthias. Ciao, ciao.